Heute ist Dienstag, das heißt für mich, das war jetzt mein zweiter Arbeitstag diese Woche. Ich kriege ja gar nicht jeden Tag zum Arbeiten, aber so 2 bis 3 Tage schon. Und ich fand das total verrückt. Ich habe jetzt mit Matteo gar nicht so viel Mom-Guilt gehabt, aber mit Olivia aktuell total. Das ist ja gar nicht so viel, wie ich arbeite. Das sind vielleicht 2 Stunden am Vormittag und 1 bis 2 Stunden am Nachmittag. Und wenn ich um 2 Uhr irgendwie dann Feierabend mache, dann fühle ich mich irgendwie so schuldig, dass ich jetzt so viele Stunden schon gearbeitet hatte. Obwohl ich es gleichzeitig genieße, ist diese Mom-Guilt ja echt ein Ding, oder? Kennt ihr das auch? Naja, jetzt gehe ich jedenfalls wieder raus aus dem Park. Olivia schläft nicht und wird langsam ganz nervös. Mal gucken, was mich zu Hause gleich noch erwartet. Mit Olivia und ich musste gerade so darüber nachdenken, wie sich mein Stil in den letzten Monaten eigentlich verändert hat, dass diese ganzen romantischen Stileinflüsse, die ich ja so gerne hatte, irgendwie immer mehr in den Hintergrund rücken, was echt kein Problem ist, ist echt nicht schlimm, aber ich merke, wie mein Stil immer mehr so ein bisschen mehr in die schicke Richtung geht. Und immer mehr maskuline Elemente reinkommen in meinen Kleiderschrank. Und ich liebe das. Ich finde das so spannend, wie sich im Laufe dieser Zeit, im Laufe der Monate und Jahre unsere Garderobe verändert und dass sie sich halt mit uns verändert. Ich finde es immer sehr schön, wenn man nah an der eigenen Persönlichkeit sein kann, nah an die Menschen, der man aktuell ist. Und es schafft, die Garderobe da mitgehen zu lassen. Das wollte ich einmal nur ganz kurz mit euch teilen. Genau da auf diesem kleinen Hügel, da möchte ich hin. Das hier, das ist mein Happy Place. Hier gehe ich echt gerne spazieren und auch um meinen Kopf mal frei zu kriegen. Als ich zum Geburtsvorbereitungskurs gegangen bin, das war noch in meiner ersten Schwangerschaft, da hatte die Hebamme gesagt, wir sollten uns einen Ort vorstellen, an dem wir Ruhe haben und der uns glücklich macht. Und da habe ich mir exakt diesen Platz hier vorgestellt, wie ich hier oben auf diesem kleinen Hügel stehe und in die Weite gucke. Dieser Wald und die Weite, die strahlen so eine Energie aus, dass ich jedes Mal so viel Respekt habe vor dem Planeten, auf dem wir leben. Und ich bin dann auch mal so glücklich, am Leben zu sein. Und ich sehe die Dinge in meinem Leben auch aus einer neuen Perspektive. Es ist echt ganz schön, ab und zu mal Abstand zu kriegen. Und ich meine, dieser Ausblick hier, der ist es echt wert, diesen kleinen Hügel hochzustapfen. Und ganz auch verschwitzt und außer Atem hier oben anzukommen. Und manchmal ist es ja so, dass schöne Dinge vorab einfach ein bisschen Mühe erfordern. Hallo, guten Morgen. Ich bin jetzt ja noch in meiner Loungewear, T-Shirt, Leggings, aber ich habe eine Kleiderstange vorbereitet mit unterschiedlichen Kleidungsstücken, die ich jetzt gleich stylen möchte. Sowohl Sommerstyles als auch Winterstyles, denn wir haben für dieses Video wieder einen Kooperationspartner, nämlich Armed Angels, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Armed Angels möchte ja mit ihren New Arrivals euch Styles an die Hand geben, die ihr sowohl im Sommer als auch im Winter stylen könnt. Starten möchte ich ganz gerne mit diesem wunderschönen Strickshirt Style Letizias in der Größe S und der Farbe Off-White. Das seht ihr ganz gut hier an dem T-Shirt, dass mein T-Shirt ein richtiges Weiß ist und das hier so ein bisschen Off-White ist. Das ist ein Loose-Fit. Und das Teil könnt ihr theoretisch über alles drüber werfen, was ihr so im Kleiderschrank habt. Und das werde ich jetzt gleich auch mal machen. Hochkrempeln oder unten? Lass uns mal dir. Schuhe. Diese Schuhe haben auch schon einiges gesehen. Ich habe heute so viel Kaffee getrunken. Bin jetzt schon wieder total außer Atem. Und so könnte dieses Strickshirt gestylt aussehen. Ein bisschen schicker, aber wie ihr
vermutlich auch jetzt schon in den meisten Videos gesehen habt, liebe ich es auch, dennoch ein bisschen casual zu bleiben mit so einer schönen, weiten Hose. Ich finde immer, wenn man eine weiße Hemdbluse oder einfach eine feine Bluse dazu kombiniert, dann hat das immer etwas Schickes und so ein bisschen was fürs Büro. Ich kann mir das Teil auch sehr gut vorstellen, gestylt zu beispielsweise so einem gemusterten Shirt. Ich ziehe es mal ganz kurz an, dann seht ihr das besser. So kriegt das echt nochmal so was richtig Rustikales. So, jetzt aber zurück zu diesem Style. Ich habe es jetzt mal vervollständigt mit der weißen Handtasche, die so ein bisschen softere Rundungen hat. Und das steht so ein bisschen im Kontrast zu dem Lochmuster, was wir hier im Strickshirt haben. Ich ziehe die Handtasche jetzt aber trotzdem nochmal aus, um euch die Passform besser zu zeigen. Dieses Strickshirt, das hat hier zwar eine normale Länge. Also ihr seht, dass es weder cropped ist, noch ist es besonders lang. Es ist so ein bisschen über der Hüfte. Aber die Tatsache, dass wir hier keine Ärmelchen haben, sondern einfach nur diesen simplen Abschluss, das macht es, finde ich, so tragbar über allen möglichen Kleidungsstücken. Das wäre für mich so ein schicker, sommerlicher Look. Und normalerweise würde man ja sagen, bei einer kurzen Hose oder einer Culotte, etwas so in dieser Längenordnung, sollte man vielleicht mehr so in die Cropped-Richtung gehen. Also könnt ihr euch vorstellen, wie das aussehen würde. Das würde natürlich die Beine so ein bisschen verlängern, aber ihr kennt mich ja. Ich achte nicht auf alle Moderegeln und manchmal ist einfach so ein bisschen so ein Modebruch recht spannend. Das hat halt Charakter und das zeigt so ein bisschen Individualität. Und ganz ehrlich muss ich sagen, dass mir diese Längen und auch diese Weiten, dass es auch nicht reingesteckt ist, dass mich das so ein bisschen an die japanische Mode erinnert, weil die sind da immer so unkompliziert. Die stylen jetzt nicht alles auf schlank, sondern einfach so nach Gemütlichkeit, nach einem guten Empfinden. Und als nächstes habe ich hier dieses weiße Rip Tank. Das ist Style Kanita in der Größe S und der Farbe White. Das ist ja wirklich kein Off-White, sondern so ein richtig schönes, echtes Weiß. Und das ist wirklich wie eine weiße Leinwand. Mit so einem Basic-Kleidungsstück wie diesem hier lässt sich alles Mögliche anstellen. Ich zeige euch auch ein paar Farboptionen, wie gut man dann mit seinen Accessoires arbeiten kann, wenn man so simple Kleidungsstücke hat wie so ein Tanktop. Mit diesen Farben habt ihr mich sicherlich schon häufiger in Videos gesehen, denn als Soft Summer brauche ich ja immer etwas beruhigte Farbkombinationen und etwas, was ein bisschen gedeckter ist. Aber wenn es zu gedeckt, dann sehe ich wirklich aus wie eine graue Maus. Ich habe den Eindruck, dass ich immer so einen Tucken Kontrast immer noch mal irgendwo einbauen muss, damit ich mich auch stilistisch wohlfühle. Und ich finde immer, wenn man zum Beispiel so ein Weiß oder so ein Off-White mit so einer beruhigten Farbe kombiniert, dann hat man genau das richtige Maß an alltäglichem Kontrast. Ich zeige euch jetzt aber auch etwas in Schwarz. Seht ihr, das bekommt gleich viel mehr Kante und sieht gleich viel energischer. Kennt ihr das? Man sieht ein bisschen mehr Energie in diesem Outfit. Guck mal, wenn ich jetzt auch noch eine Jeansjacke kombiniere, dann bekommt das gleich wiederum was ganz anderes. Also man kann mit so einem simplen Basic wirklich alles Mögliche machen und hat so viele Freiheiten, sich stilistisch auszuleben. Und ich finde, die Garderobe sollte ein paar solcher sehr simplen, aber sehr wichtigen Basics enthalten, die so das ganze Outfit, sage ich mal, zusammenkleben, die das Ganze einfach so zusammenführen. Armed Angels hat auch diesmal wieder einen Rabattcode für euch, nämlich das Weiße Reh 15. Da bekommt ihr bis zum 6.9. 15% Rabatt. Also falls ihr schon länger etwas auf der Einkaufsliste hattet oder euch einfach auch so ein paar neutrale Basics zulegen möchtet, wäre das jetzt eine schöne Option. Schaut doch einfach unten in der Infobox, da werde ich euch alle Teile verlinken und alle Infos auch nochmal da lassen. Ich möchte mich bei Armed Angels für die schöne Zusammenarbeit bedanken. Und jetzt geht's im Vlog weiter. Ja. So, das Bett ist geschafft. Jetzt möchte ich mich einmal ganz kurz meiner Garderobe widmen und da ein bisschen Ordnung machen, vor allem im Lager. Jeder sortiert seine Garderobe ja ein kleines bisschen anders, aber ich persönlich finde es immer sehr hilfreich, wenn ich nach Kategorien aufteile und die Sachen, die ich am häufigsten brauche, auch gleich griffbereit habe. Mein Mädchen schläft. Das morgendliche Licht ist so schön hier an dieser Stelle. Wenn ich mich abschminke, dann versuche ich immer doppelt
zu reinigen. Das heißt, ich verwende als erstes ein Micellenwasser für sensible Haut. Da ich sehr sensible Augen habe, tue etwas davon auf 2 Wattepads und lasse diese einfach so 30 Sekunden circa auf meinen Augen liegen und einfach ein bisschen einwirken, damit die Mascara ein bisschen aufbricht. Das wiederhole ich so lange, bis das meiste von der Mascara ab ist und ich dann einfach nur noch die Reste so ein bisschen abwischen kann. Das gleiche mache ich dann auch nochmal fürs Gesicht. Da lasse ich es aber nicht einwirken, sondern wische einfach das Make-up ab. Und dann verwende ich gerne mein Foreo und ein Waschgel, um mein Gesicht zu reinigen. Zum Abtrocknen verwende ich ein ganz normales Baumwollhandtuch. Aber als allererstes verwende ich mein Hyaluron B5 Serum. Da habe ich mir jetzt mal wieder ein Fläschchen gegönnt und das hat in der Vergangenheit schon sehr große Wirkung gezeigt in der Ebenmäßigkeit meiner Haut. Und als nächstes verwende ich meine Feuchtigkeitscreme, die das Ganze so ein bisschen versiegeln soll. Und das wäre dann meine Abschminkroutine, die auf meine Haut abgestimmt ist und mit der ich schon seit vielen Jahren sehr glücklich bin. Thank you.